السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا دار سنة دار سادة صعب سنة دار مشاهد دار صور. وإن شاء الله في أساس إن شاء الله طريقات من الصحبة والخير في الجمعية. إن شاء الله إذا بقول برضه تشت صحبتي فجأة ممكن هم tekrar fazla oldu. Almanca'da tercüme olacak inşallah. Herkes anlayabilir inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'mun ve sacadu lillâh men âmene billâh ve yevmil âhir. Sadakallâhu azîm. Allah Azze ve Celle buyuruyor. Camiler yapan, Allah'a iman eden, ahirete iman edenlerdir diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Mehdi sagt, das wäre eine Moschee. Wer eine Moschee macht, bekommt im Akhirat eine große Belohnung. Bu güzel cami nasip oldu. Kaç senelerdir bu ihvanlarımız Allah rızası için yavaş yavaş gayret edip camiyi yaptılar Allah'a şükür. Elhamdülillah, ihr habt eine wunderschöne Moschee gemacht hier, nachdem ihr euch viele Jahre lang angestrengt habt. Die Mütter mit den kleinen Kindern bitte die Kleinen in einem anderen Raum spielen lassen, sonst kann niemand das hören. İnsanoğlu niyet ettikten sonra gayret ettikten sonra Allah yardım eder. Wenn man sich anstrengt, dann hilft Allah, der Mächtige. Ja, bu bir örnektir. Yani Allah Azze ve Celle'nin dediği insan için hiç yoktan var ediyor Allah Azze ve Celle. Onun için hiçbir şeye küçümsemek olmaz. Und auch wenn die Anstrengungen nur klein sind, hilft Allah und aus kleinen Sachen entstehen große Sachen. Ben yapamam, edemem de, deme. Sag nicht, ich kann es nicht machen. Niyet et, gayret et, Allah muhakkak onun karşılığını verir. Fass eine Absicht und streng dich an und Allah, der Mächte, wird ganz bestimmt seine Unterstützung dazu geben. Yapmasam bile niyet mühimdir. Niyet olarak onun ecrini almış olursunuz. Und selbst wenn du es nicht machen kannst, etwas, dann machst du zumindest die Absicht, fass die Absicht und bekommst eine Belohnung für deine Absicht. Tabii her şeyin, Allah Azze ve Celle'nin hiçbir şeyi sevap, ücret ecir vermeden bırakmaz. Allah lässt niemanden ohne eine Belohnung für eine Absicht zurück. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, her kim bir cami yaparsa Allah azze ve celle ona cennete bir ev yapar. Hadis von Resulullah sagt, dass wer eine Moschee baut in dieser Welt, bekommt im Paradies ein großes Haus dafür. Ein Palast. Allah Azze ve Celle cömert bizim zaten teşbih olmaz Allah Azze ve Celle'nin cömertliğine karşılığını bir şey istemeden verir. Und Allah gibt, auch wenn wir nichts von ihm verlangen, wenn wir nicht eine Gegenleistung verlangen von ihm. Cami yapılıyor. Adam bir yardım etti. Bir taş koydu. Bir demir koydu, bir tahta koydu cami inşaatına. Ona da Allah Azze ve Celle cennette ev verir.
Und jedem, der mitgeholfen hat dabei, auch wenn er nur für einen Stein bezahlt hat oder einen Stein getragen hat oder ein Stück Holz dazu gekauft hat, bekommt einen Palast im Paradies als Belohnung dafür. Allah Azze ve Celle hesaplara bakmasın. Bu cami yaptı mı yaptı işte bu bir taş koydu, bir tahtasını koydu, bir çivisini verdi, şunu verdi, bunu verdi. O Allah Azze ve Celle'nin indinde cami yapmış gibi, cami yaptı. O hesaptadır yani. Allah schaut nicht, wie groß oder klein unsere Anstrengung war. Auch wenn man nur einen Stein dazu beigetragen hat, bekommt man die Belohnung, als hätte man die ganze Moschee gebaut. Allah'a şükür, Müslümanlar bilmeden de ama bu ecir sevapına kadar diye cami yapılacaksa çok yardım eden çok oluyor. Deswegen helfen alle mit, helfen viele Leute mit, wenn eine Moschee gebaut wird. Jeder versucht sein Teil dazu beizutragen. Allah'a şükür bu camiler Allah Azze ve Celle'nin evidir. Olan o bölgeye, o yere fazla nazar olur. Allah Azze ve Celle'nin nazar-ı inayeti olur. Und wenn man an solchen kleineren Orten eine Moschee baut, zieht das Allahs Blick, Allahs Nazar an. Er freut sich darüber. Bu Allah rızası için olan insanlara fayda olarak yapılan yerlerdir. En büyük insanlığa faydası olan merkezlerdir bunlar. Und Moscheen sind diese Plätze, die am meisten den Menschen Nutzen bringen. Küfrün karanlığın içinde, zulmetin içinde nur bunlar. Es sind ein Lichtblick in der Dunkelheit des Kufurs, des Unglaubens. Çölün ortasındaki vahalar gibidir. Sind wie Oasen in der Dunkelheit des Unglaubens. İnsanların sıkıntılarını gidermek için Allah'ın lütfuyla yapılmış, Allah'ın inayetiyle başarılmış bir şeylerdir bu mescitler, camiler. Diese Moscheen, Mescid sind ein Grund dafür, den Menschen ihre Lasten abzunehmen, sie zu erleichtern in diesen schwierigen Umgebungen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen hicret etti vakit Kuba'da Mescid-i Kuba yaptı. Ondan sonra Mescid-i Nebevi bina ettiler. Und gleich nachdem Resulullah mit ihm seine Hicret, seine Auswanderung nach Medina gemacht hat, hat er sofort eine Moschee gebaut, die Mescid in Kuba und kurz danach die Mescid in Medina neben seinem Haus. Mescid in Nebevi, işte o mübarek yetimlerden alınıp onun yerine o inşaatına başladılar. Die haben das Land von Waisenkindern gekauft und Moschee drauf gebaut. Peygamber Efendimiz kendi elleriyle çalışırdı o inşaatı yapmak için. Kumundan, taşından keresesine kadar yardım ederdi Peygamber Efendimiz. Der Heilige Prophet hat von Anfang an mit den eigenen Händen mitgeholfen, mitgearbeitet, solange bis sie fertig war. Sahabeler ya Resulallah sen yorulma biz yaparız derler. Die Sahaba haben immer gesagt, mach dich, streng dich nicht an, ermüde dich nicht, wir machen das schon. Ja,
benim de olsun burada emeğim geçsin buyururdu. Und er sagte, ich möchte auch meinen Anteil daran haben, mitgeholfen zu haben. O Mescid-i Nebevi'de nur saçıldı dünyaya oradan. Und von der Mescid des Propheten aus hat angefangen, ein Licht in die ganze Welt auszustrahlen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün hadisleri Kur'an olarak orada okunurdu. O hükümleri birbirlerine söylerdi. Sahabeler, orada yaşayan sahabe de vardı Mescid-i Nebevi'de. Und zur Zeit von den Sahabas dort hat er begonnen, seine Hadithe zu verbreiten, zu unterrichten und die Koranverse den Leuten beizubringen. Das hat alles in dieser Moschee begonnen. Und dann Ashab-ı Suffa, derdi, orada saf olarak otururlardı. Yüzlerce vardı onlardan. Peygamberimizin her sözünü ezberlerler, akıllarında tutarlardı. Es waren hunderte von Sahabas, die dort mit ihm gelebt haben. Die Ashab al-Sufa, die dort in der Moschee gelebt und geschlafen haben und jeden von seinen Aussprüchen, jede Bewegung von ihm gelernt und übermittelt haben, verbreitet haben, überliefert haben. Onların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nazarıyla, inayetiyle bu İslam yolu Peygamber Efendimiz'in her dediği, her söylediği, her hareketi bize kadar ulaştı Allah'a şükür. Und aufgrund von diesen Sahabas sind alle Bewegungen, alle Handlungen, alle Aussprüche, alle Hadith, alles was Rasulullah s.a.w. gemacht hat, bis zu unserer Zeit überliefert worden. Tabii sahabelerden bade yeni Müslüman olanlar da vardı. Camiye gelirlerdi, mescide gelirlerdi. Onlar tabii adetten, usuldan haberleri yoktu. Es kamen immer wieder neue Leute dazu, die noch keine Ahnung hatten vom Islam, die noch nicht konvertiert waren. Peygamber Efendimiz de onlara müsamaha gösterip öğrensinler diye şey yapardı yani, kızmazdı, onları yavaş yavaş öğretirdi. Und der Prophet hat immer darauf geachtet, dass sie mit ganz großer Toleranz behandelt wurden und sie nicht gezwungen wurden zu etwas, sondern ganz langsam lernen konnten dort. Da orada kumdu yerler, mermer falan hiçbir şey yoktu tabii. O zaman kum olarak bir defasında bedevin biri tabii şeyden, çölden gelmiş bir şey anlamadığı için oraya böyle etti. Es gab noch keine Fliesen damals dort. Es war nur Sand, der Boden von der Moschee. Und ein Beduine, der neu gekommen war, ohne es zu wissen, was er dort macht, hat er an einer Stelle dort hingepinkelt. Sahabeler, kızlar adamı hırpalayacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, durun bir şey yapmayın dedi yani. Und einige Sahabas sind böse auf ihn geworden und hat er gesagt, sie sollen ihn in Ruhe lassen, sollen ihn nicht anfassen. Ona yapılacağı öyle söylenince adam başkasına da ders olmuş oldu. Und dadurch, dass das auch überliefert worden ist, ist es auch eine Lektion für alle anderen, für uns auch. Wieder hadisler var camide. Tükürmeyin cami. Oh, tabii burada şimdi artık yani bir şey yok da toprak diye bazen balgam tükürürlerdi. Onu örtün diyordu. Es gibt diese Hadith, dass man nicht in der Moschee ausspucken soll.
zwar damals, weil damals Sand auf dem Boden war und das wurde dann zugedeckt mit Sand. O caminin temizliğini de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gene söyledi. Onlar camiden alınan çöpler, kirler temizlik yapan için hurilerin mehridir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hurilere mehir. Huriyayın. Huriler. Der Halif Fethi hat gesagt, dass Huris das sauber machen dort in der Moschee, diese Sachen. Yani bu mescid büyük bir fayda menbaadır Müslümanlar için. Müslüman olmayanlar için de faydası olur. Hanımefendiler, çocukların sesinden sesini duymuyorum. Lütfen bakın. Mesela bu cami büyük bir fayda menbaadır. Herkes için, Müslümanlar için, Müslüman olmayanlar için de faydası büyüktür. Moscheen sind Plätze, die nicht nur Muslimen, sondern auch Nicht-Muslimen großen Nutzen bringen sollen. Sollen offen sein für alle. Bu rahmet endi mi? Ayet etmez. Herkese ener bu etrafta namaz kılınıyor, cemaat oluyor. O cemaate, o bölgeye Allah Azze ve Celle merhametin, rahmetini indirir, bereketini indirir. Onun için fayda olur herkese. Das ist ein großer Nutzen für auch für die ganze Umgebung, für alle Leute, die beten in der Moschee, alle, die ein- und ausgehen, auch die in der Umgebung drumherum leben, bekommen ihren Anteil von diesem Segen, der auf die Moschee runterregnet. Allah nicelerini yaptırmaya nasip etsin. Niyet mühimdir. Allah'ın izniyle cami sırf namaz için değil, her şey için lazımdır. Und Allah möge es uns auch gewähren, dass wir solche Plätze bauen. Die sind nicht nur für das Gebet, sondern für viele andere Nutzen auch da Moscheen. Allah'a şükür, buralar bu şeyin farkındadırlar. Cami her türlü faydalı şeye kullanıyorlar. Und die Leute, die hier wohnen, wissen davon und benutzen sie für alle guten Sachen. Her dakikası ibadet sayılır camide oturan için. Jeden Moment, den man in einer Moschee verbringt, wird als Gebet gut geschrieben. Allah şükür. Als Gottesdienst. Allah rızası için toplandınız. Hepimiz beraber burada Allah Azze ve Celle'nin evinde buluştuk. Allah rızası için oldu. Allah bize ecrimizi kendi hesapsız verir inşallah. Und danke euch für eure Aufmerksamkeit, für das Kommen und Allah wird uns allen nach seiner Großzügigkeit belohnen. Her tarafta inşallah yapılıyor. İsteyen insanlar çok niyet yapmak lazım. Biz de yapabilelim diye niyet edelim inşallah. Lass uns alle die Absicht fassen, solche Plätze zu machen, wo immer wir sind. Allah mübarek eylesin sizin de inşallah. Mübarek olsun. Allah segne diesen Platz und alle, die alle ausgeben. Hayırlı olsun, bereketli olsun inşallah. Kaç tane cemaat olup taşsın inşallah. İnşallah. Fatiha. İnşallah ki Moschee voll mit cemaat. Überlaufen mit cemaat. Maşallah. Allah razı olsun. Auch mit Kindern. Nur während der Sohbet müssen sie